You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Jo, moinsen Leute, was geht ab hier? Und ja, neues Live-Commentary am Start und ihr könnt mir schon mal die Klassen für das nächste Live-Commentary schreiben. Einfach in die Kommentare, MW2 oder MW3, ist mir egal, könnt ihr hinschreiben welches. Dann gebt ihr euch gegenseitig Daumen hoch und so und dann werde ich mir eine Klasse aussuchen, was die meisten Daumen hat. Und dann werde ich das demnächst erspielen. Wir spielen jetzt eine Runde Sprengkommando oder Herrschaft. Ich glaube, ich nehme Herrschaft. Ja, ich nehme Herrschaft. Es geht eigentlich klar, ich kann leider nicht auf New gehen. Ich hoffe, jetzt kommen keine Franzosen. Guck, ich habe die Vorräte und Predator und Harrier. Einen Moment. Freundesanfrage, ja klar. Maul. So. Wie gesagt, ich habe hier nur Vorräte, Predator und Harrier leider drin. Die New kann ich leider nicht machen, weil ich hier in dem Payflow nicht im Newton. Das liebe ich immer, wenn ich die letzten nicht gemutet kriege. Wie gesagt, also Atombombe kann ich jetzt nicht machen. Deshalb gehe ich jetzt mal ein bisschen niedriger, ne? Aber ich hoffe mal, das klappt, ne? So, Herrschaft auf Wandern ist am Start angesagt. Ihr könnt mir auch noch sagen, wie ihr die Begrüßung findet. Ich habe mir nämlich eine neue erfunden. Die wollte ich vielleicht sagen, aber ich habe keine Ahnung, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Sollt ihr jetzt entscheiden. Ich wollte eigentlich demnächst sagen, Moin Moin, Freunde der Spielkunst. Also so ähnlich. Wahrscheinlich Freunde der Spielkunst, wollte ich wahrscheinlich sagen. Das hat nämlich noch keiner und ich finde das eigentlich ganz gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dieses Wörtchen findet, diesen Sätzchen. Sollte jetzt erstmal C einnehmen hier. Ich hoffe, es wird ganz gut. Ich habe gerade schon mal versucht, Live-Commentary aufzunehmen. Aber es hat ein bisschen gefailt. Oh, jetzt nervt mich hier einer. Ach ja, die Klasse habe ich keinen Fanboy genannt, weil sie auch für keinen Fanboy ist. Nur weil es eine Farmers ist, ist es ja nicht gleich Elotrix. Also, das hasse ich immer. Ja? Du spielst mit Farmers und es ist Elotrix. Halt die Fresse, du und so. Kann ich dazu nur so. Gerade schon wieder Hacker in der Lobby gewesen, muss ich das Commentary schon wieder abbrechen. Das Live-Commentary. Weil mit Hackern mache ich kein Live-Commentary, das sage ich euch. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob hier auch noch welche drin sind. Ich spiele heute mal nicht Objective. Mein Aim lässt sich auch nicht mehr so sehen. Das ist nämlich mein erstes Match hier. Da oben habe ich doch noch einen gesehen. Erstmal nachladen. Das hasse ich an der Farmers, die kriegt relativ schnell Schuss weg. Der kommt jetzt, da haben wir noch, zack, Heli. So geht das. Den haben wir auch noch. Jetzt kommt er wieder da. Die Shotgun ist so geil in MW2, ich sag's euch. Ah, da wurde ich jetzt angehittet. Och, das ist scheiße. Ich hab ihn doch genau getroffen. Ja, da seht ihr immer der geile Spawn. Er sieht mich in der Killcam noch, also wie ich abgeknallt werde. Und dann werde ich nochmal abgeknallt. Zweimal in einer Killcam von der gleichen Person. Aha, okay. Da haben wir ihn doch. Ich glaube, das war der. Das war jetzt aber Luck. Das war jetzt Luck. Das war echt Luck. Das hatte ich gar nicht vorgehabt. Ich den Heli noch gebe. Keine Ahnung, wo die gerade alle sind. Wo? Ist los? Nee. Die kommt wohl nicht auf mich, würde ich mal sagen. Ah, die sind alle hier oben. Guck ich mal, was ich machen lässt. Aiming auch nicht mehr so toll. Entweder ist hier hinten einer abwesend oder der campt. Ne, es ist nur ein Sniper. Super, ganz hohes Killstreaks wieder am Start. Die Drohne. Ne, die Drohne nicht, die Vorräte und der Harrier und der Predator habe ich auch noch. Aber ich muss sagen, seit Elotrix, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich nehme die Farmers wirklich wegen Elotrix. Also nicht, dass ich jetzt ein Fanboy wäre.
Ja, ich finde die einfach geil. Ich finde die geil, die Waffe. Muss ich sagen. Ich habe die nämlich vorher noch nicht wirklich gespielt. Da habe ich immer Gameplays gesehen, wie der da abgeht. Und ja, warum nicht, ne? Also, ist doch kein Problem, dass ich den da nehme. Deshalb bin ich ja kein Fan von, also. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mich so ein Scheiß-Sniper wegkriegt. Weil es wird ja fast grundlos nur noch gesniped hier in dem Spiel. Deshalb. Ich habe jetzt gehört, ich kriege jetzt einen Multikill erstmal. Ah, so ungefähr hier so. Da müssten sie ungefähr sein. Einen müsste ich kriegen, einen. Mindestens. Ja, pass auf. Passt auch, Triple. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich beim Zocken nicht so toll reden kann, weil ich immer konzentriert bin? Ich kann das nämlich eigentlich nicht. Aber gerade klappt es eigentlich. Sauber, wir beiden haben wir schon mal. Da oben habe ich noch einen gesehen. Ich warte erstmal, bis das selbst. Das. Ach, Scheiße, jetzt wollte ich euch die Killcam zeigen. Panic Knife. Das liebe ich echt immer. Boah, wie viele Stealth-Bomber sind denn hier in der Luft, Alter? Was ist los? Ist ehrlich so. Lass mal kurz ins Haus reingammeln hier, was hier so abgeht. Ah, da ganz hinten haben wir einen gesehen. Den kriegen wir aber leider nicht. Gehen wir mal wieder runter und hier vorne. So, da hinten müsste ungefähr einer sein. Und ein Sniper will mich versuchen zu kriegen. Aber ich lasse mich von dem nicht abknallen. Mein Freund ist hier gerade reingejoint. Den habe ich gerade nämlich abgeknallt. Das liebe ich immer. Breaker, du bist ein kleines, missgeburtiges Kind. Spaß. Aber ich hasse das, wenn du neu joinst. Das habe ich dir schon mal gesagt. Wenn du das Commentary gerade siehst, was du eh tust. Also. Bitte nicht mehr nachjoinen. Gerade im Live-Commentary. Abhauen, abhauen. Nehmen wir mal Sniper, dass hier abgeht. Was ist los, ey? Hier die toten Kühe. Titten nuckeln. Das schmeckt dir. Gott sei Dank verbündeter Apache. Das heißt Apache. Ich sag nie Apache, das hätte ich doch schwul an. Sieht an wie so ein Indianer Apache. Oh nein, feindliche Harrier, Alter. Jetzt, die sind so overpowered in MW2, die Harrier. Das ist schon kein Harrier mehr. Das ist schon. Keine Ahnung, ey. Das ist schon fast ein Chopper-Gunner, das Ding. Das Ding ist echt stark. Also, ich finde es echt ein bisschen zu stark. Jetzt, toll, jetzt kann ich hier vorne rumgammeln. Bis der kleine Harrier weg ist. Ich will jetzt nicht rausgehen. Gucken, wo die rumknechten. Der Harrier will schon wieder zu mir, das sehe ich. Das spüre ich. An den Nippels. Spaß. Ich gehe immer so, dass der Harrier mich nicht trifft. Das ist nämlich ein bisschen dumm. Das ist ja, wenn die Nase zu mir guckt, dann ist es eigentlich schon vorbei. Erstmal hoch. Erstmal hoch. Erstmal hoch. Sauber, erst weg. Okay, es kann weitergehen. So, Vorräte. Zweite Vorräte. Super, ne? Was ein Skiller. Alter, ich hab grad Schiss. Ich hab grad echt Schiss. Was ist los hier? Ich höre Schritte, ich höre überall Schritte. Nee, nee, Freund, mit mir geht das nicht. Hab ich dir doch schon mal erzählt. Somewhere over the rainbow. Kommen ein noch zum Harrier. Den kriegen wir noch, ne? Ach, schade. Spiel zu Ende. Ja, Freunde. Ich würde mal sagen, das Spiel endet mit einem 21 zu 4, wie man hier sehen kann. Jetzt kommen wir gerade in die Lobby. Und wie gesagt, erinnert mich dran mit den Klassen. So, schreibt einfach Klassen für das nächste Live-Commentary unten rein.
Und ja, MW2 oder MW3 ist mir scheißegal, ihr könnt auch richtig behinderte Klassen nehmen, die sonst keiner nimmt. Ja, schreibt dann halt welches Spiel, MW2 oder MW3, und dann würde ich sagen, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Tschüss.